Kürbiskerne sind sehr mächtige Pflanzen. Und diese Kraft ist hier konzentriert in diesen Kernen drinnen. Deswegen ist auch dieser Kern so wertvoll. Und was die wenigsten wissen, es sind bis zu 25% Protein, pflanzliches Eiweiß. Wenn die Kerne dann mal am Acker geerntet wurden, dann muss alles ganz, ganz schnell gehen. Weil da entscheidet sich eigentlich die Qualität, die ich dann auch beim Öl herausbekommen kann aus den Kernen. Die Temperaturen, also die Zeit. Die höchste Qualität zu produzieren, macht für uns am meisten Sinn. Das Öl ist eben ein Gourmet-Produkt und spielt in einer Liga europaweit mit Champagner oder Parmaschinken oder wie auch immer. Ganz genau festgelegt, in welchen Gebieten darf diese traditionelle Spezialität hergestellt werden, und die muss auch hier in der Steiermark verpresst werden. Also die Getreidemühle und die Ölmühle war schon immer im Familienbesitz, seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir sind jetzt in der 6. Generation mit Bruder und ich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir könnten eigentlich Bio-Kürbiskernöl produzieren. Und dann hat es eines andere gegeben und jetzt sitzen wir halt da. In der Steiermark, der Heimat des Kürbiskernöl, befindet sich in Karlsdorf an der Ilz das Familienunternehmen der Gebrüder Schalk. Hier wird noch nach alter Tradition produziert. Zeitgemäße biologische Landwirtschaft und ein altbewährtes Herstellungsverfahren. Pro Woche kommen mittlerweile 3 Reisebusse, um die Mühle und das Familienunternehmen zu besichtigen. Also herzlich willkommen bei der Schalkmühle in Karlsdorf bei Ilz. Wir sind ein Familienbetrieb in der 6. Generation. Mein Bruder und ich haben die Getreidemühle und Ölmühle vor kurzem übernommen. Wir machen sehr viele Führungen wie für Sie jetzt da. Wo wir jetzt eben dann unsere alte Ölmühle aus den 1950er Jahren sehen, die im Originalzustand ist. Und die Maschinen werden aus circa aus dem Zweiten Weltkriegszeit, also nach 1950 sind die eingebaut worden. Ich hab's super Wetter erwischt. Ja. In der Früh hat's auch so schön ausgeschaut. Bei uns war da war alles zu. Da ist gar nichts. Man kann von hinten anfangen. Also wir sind jetzt in der Ölmühle aus 1950. Die Maschinen sind alle noch 1:1 erhalten. Wir malen die Kürbiskerne noch mit einer Steinmühle. Also bei uns ist es einfach nur alles sehr, wie in einer Manufaktur, sehr viel Handarbeit eigentlich. Wir schauen halt auf die Nachhaltigkeit für die Produkte. Und das sollte alles aus Österreich kommen. Das Salz kommt aus Österreich, das Holz kommt aus Österreich, die Kerne kommen aus Österreich. Das ist wirklich alles, was da ist. Der Exportanteil der Gesamtproduktion von Kürbiskernöl liegt bei 40% mit steigender Tendenz. Neben Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den Benelux-Staaten findet das Öl auch zunehmend Einzug in die japanische, koreanische und US-amerikanische Küche. Kaum ein anderes Lebensmittel ist von seiner Entstehung und Entwicklung so untrennbar mit der Steiermark verbunden wie das steirische Kürbiskernöl. Bereits 1739 war die Nutzbarkeit des Kürbiskerns jedenfalls bekannt. Der sogenannte schalenlose steirische Kürbis ist vor über 100 Jahren durch eine natürliche Mutation entstanden. Zwischenzeitlich wurde der steirische Kürbiskern züchterisch weiterbehandelt, sodass es heute einen dickbauchigen, dunkelgrünen und schalenlosen Kern gibt. Eine gute Ernte legt den Grundstein für ein gutes Öl. Um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, braucht es ein geschultes Auge und Erfahrung. Denn neben Familie Schalk konkurrieren 40 weitere Ölmühlen in der Steiermark miteinander. Der 33-jährige Rainer Schalk hat beides und ganz genaue Vorstellungen, wie er gutes Öl herstellen will. So, jetzt haben wir den guten steirischen Kürbis aufgehört und man sieht da drinnen, wie sich einerseits die Kerne noch nicht ganz so gut lösen, so wie hier, und andererseits da innen drinnen schon voll gut vom Fruchtfleisch gelöst haben. Wenn das Fruchtfleisch mal so schön dunkel wird, so wie da,
dann gehen die Kerne richtig leicht raus. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man die Kürbisse nicht zu früh erntet. Das Wichtige ist halt, und das können halt die richtig gut erfahrenen Kürbisbauern halt am besten, das Zuwarten, das ist wichtig. Also man muss wirklich das aushalten, dass 10% der Kürbisse faulen. Und dann ist so der richtige Zeitpunkt, dass ich sage, okay, jetzt fange ich mit der Ernte an. Hier gibt immer noch die Natur vor, wann geerntet wird. Gerade das Zuwarten will gelernt sein und braucht Erfahrung. Nur so kann aus den gerade richtig gereiften Kernen ein Kürbiskernöl höchster Qualität werden. Die Kürbisse werden bei der Ernte ganz fein zerhackt. Das Fruchtfleisch verbleibt dann auf dem Feld und die Kerne werden innerhalb von 12 Stunden gewaschen und getrocknet. Mit einem Feuchtigkeitsgehalt von ca. 7-8% sind sie gut lagerfähig. Auf über 15.000 Hektar Fläche werden die grün gesprenkelten Kürbisse, auch Blutzer genannt, in der Steiermark angebaut. 2,5 bis 3 Kilogramm Kerne werden benötigt, um einen Liter Kürbiskernöl zu pressen. Das entspricht ungefähr 30 bis 40 Kürbissen. Aus den geernteten Kernen werden zu 60% Kernöl und zu 40% Knabberkerne. Rund 40% der Gesamtproduktion wird exportiert. Nach Deutschland, in die Schweiz, nach Frankreich, in die Benelux-Länder, Japan und den USA. Tendenz steigend. Auch wenn es den Brüdern immer um Klasse statt Masse geht, hat Rainer Schalk doch ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Das Ziel ist halt immer von jedem Landwirt, dass er sagt, er möchte einmal in seinem Leben so 1000 Kilo auf dem Hektar haben. Das heißt, ich habe dann 20.000 Kerne ungefähr angesät. Das ist gar nichts im Grunde. Ein so ein Kern hat 0,2 Gramm, also 5 Kerne haben 1 Gramm. Und er hätte gerne halt 1000 Kilo aufs Hektar. Während die Menschen im Orient bereits zu Urzeiten die kleinen Kerne pur verzehrten, kamen Kürbiskerne hierzulande erst mit dem Siegeszug der Vollwert- und Bioküche so richtig in Mode. Durch den hohen Gehalt an Linolsäure und Phytosterin spielen Kürbisse in der menschlichen Ernährung eine wichtige Rolle. Kürbiskerne liefern beim Verzehr eine Vielzahl ungesättigter Fettsäuren sowie Vitamin E und Mineralstoffe. Um die Kerne optimal zu lagern, müssen sie trocken sein. Die Kernfeuchte von 50-60% unmittelbar nach der Ernte ist also auf 6-8% zu reduzieren. Dies erfolgt bei kleinen Mengen mittels Lufttrocknung und Sonneneinstrahlung, vorwiegend aber unter konstanter Wärmeeinwirkung in einer Trocknungsanlage, wo sie ungefähr 10-14 Stunden bei einer Temperatur von maximal 60 Grad getrocknet werden. Wir machen das ganze Programm für die Kürbisse, für die Kunden auch. Von Anbau, Spritzen oder Düngen und bis zu der Ernte und Trocknung. Eine höhere Temperatur bei geringerer Trocknungszeit würde die Kerne schädigen und das schlägt sich in der Ölqualität nieder. Sorgfalt ist also angesagt und Zeit. Die Trocknung dauert ca. 5, 6, 7, 8 Stunden, wie die Menge auf der Anlage ist. Das ist ein eigener Geschmack. Oder gegen einen weißen Öl und ein Sonnenblumenöl kein Vergleich. Kernöl, das ist ein Gedicht. Die allermeisten landwirtschaftlichen Betriebe sind noch komplett auf das Stromnetz angewiesen, wohingegen Familie Schalk es geschafft hat, sich unabhängig zu machen. Als vor einigen Jahren das Wasserkraftwerk erneuert werden musste, entschieden sich die Brüder kurzerhand ins Unternehmen der Eltern einzusteigen. Aufgewachsen in der idyllischen Steiermark hatten Rainer und Franz schon früh den Kontakt zur Landwirtschaft und dem Betrieb der Eltern. Bereits in der 6. Generation leben sie nun schon auf dem Hof. Ich glaube, also als Kinder, mein Bruder und ich spreche jetzt für uns beide, hätten wir uns das niemals vorgestellt, dass wir jemals die Firma da übernehmen werden,
weil wir einfach auch andere Ideen und Träume hatten. Der Betrieb und das Familienleben sind untrennbar miteinander verwoben. So lernten die Kinder von klein auf mit anzupacken und so das Geschäft von Grund auf kennen. Wenn die Kinder zu mir wollten, sind sie einfach ins Büro gegangen. Und dadurch sind sie von klein weg eigentlich im Betrieb aufgewachsen und haben einen relativ starken Bezug zum Betrieb entwickelt. Wir durften hauptsächlich immer sehr einfache Arbeiten machen. Das hat beim E-Werk drüben mit Putzen und Reinigen, das Laub und die Äste aus dem Wasser zu ziehen mit dem Rechen, Getreideübernahme, Zusammenkehren, Säcke schlichten, Säcke fassen, das Mahlen in der Mühle, das Ölpressen. Es ist immer mehr geworden halt und auch komplexer, bis man alles irgendwann kann. Und dann ist man im Grunde, man sagt bei uns immer, je mehr das man kann, desto ärmer ist man, weil dann kann man halt alles machen und dann kommt man eigentlich nicht mehr weg. Das Wichtigste für ihn war, er kommt nur in den Betrieb, wenn er die Landwirtschaft auf Bio umstellen darf. Das war der springende Punkt bei ihm, dass er überhaupt nach Hause gegangen ist. Man weiß ja auch bei uns, wenn man was macht, also man macht ein natürliches Naturprodukt, also das ist wirklich natürlich und Naturprodukt, und da weiß man auch, was man macht und für was es ist. Und das ist halt auch was Schönes. Diese Naturverbundenheit, die bleibt einem halt auch erhalten, weil wir wohnen ja direkt an der Feistritz. Das geht schon mal einher mit der Natur. Also wenn es viel regnet, haben wir viel Wasser, da muss man aufpassen. Wir haben selber eine Landwirtschaft. Im Frühjahr wird angebaut, im Sommer und im Herbst wird geerntet. Man schaut, dass die Felder alle in Ordnung sind. Und die Landwirte kommen ja auch zu uns, von dem her. Wir begleiten die vom Anbau bis zur Ernte. Und dadurch sind wir halt der Natur sehr stark verbunden. Er hat mein Vater, also ich komme auch aus einer Landwirtschaft, ich komme aus einer kleineren Landwirtschaft und dort war er auch gerne. Und da hat er gesehen, wie das im Kleinen ist und dass auch ohne Dünger und ohne Pflanzenschutz, wenn man die richtige Bodenbearbeitung hat, genauso gute Ernten entstehen. Und er war immer davon überzeugt, dass das gesünder ist für den Menschen. Wir haben dann auch die Freiheit von unseren Eltern bekommen, dass wir das auch was anders machen können, beziehungsweise uns auch die Freiheit auch genommen und waren auch viel unterwegs, auch in der ganzen Welt, haben verschiedenste Sachen studiert und sind halt dann wieder auch gerne zurückgekommen und haben halt versucht, jetzt dieses traditionelle Unternehmen, was wir haben, in eine innovative, neue Richtung zu entwickeln. Rainer und Franz sind heute gleichberechtigte Geschäftsführer der Schalkmühle. Eine Zusammenarbeit, die nicht immer ganz einfach ist. Ja, sie sind beide starke Charaktere. Das ist natürlich auch oft dann nicht ganz einfach, weil jeder so seinen Willen hat. Aber nachdem sie immer von klein weg zusammen waren und immer sehr viel gemeinsam gemacht haben, ist zum Ende dann finden sie immer eine Basis. Aber es ist vielleicht auch gut so, dass jeder seine Meinung sagt und ja, mal jeder was probiert und dann sieht man eh, was das Bessere ist. Also es funktioniert eigentlich sehr gut, aber es gibt halt natürlich Reibereien, so wie zwischen Geschwistern oder in der Familie das halt ist. Und dann, sag ich mal, dann streitet man halt mal, dann man lässt das einfach raus und dann passt es normalerweise am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder. Es wird einfach alles ziemlich direkt angesprochen und dann, ja, dann passt es wieder. Viele Kernölproduktionen sind noch in Familienhand. Bei den Schalks teilen sich die beiden Brüder die Verantwortungsbereiche im Unternehmen auf. Weil wenn man dann die Chance hat, einen eigenen Betrieb zu führen, so wie man das möchte, vor allem im Biobereich, also man kann das dann wirklich so machen, wie man möchte, und einen handwerklichen Betrieb aufzubauen und hochwertige Produkte zu machen, auf die man selbst auch Wert legt oder selbst auch gerne isst, da hat das schon einen sehr hohen Stellenwert eigentlich, gegenüber irgendwelchen großen Industriebetrieben. Der ältere Rainer Schalk schaut auf die innerbetrieblichen Abläufe und steht immer in engem Kontakt zu seinen Mitarbeitern und den Bauern. Gerade jetzt in der Hochphase der Produktion muss auch der Chef mit ran. Bei der Anlieferung der gewaschenen Kürbiskerne hilft Rainer beim Ausladen. Arbeitszeiten von täglich bis zu 14 Stunden sind dann keine Seltenheit.
Vor der Weiterverarbeitung der Kürbiskerne wird jede angelieferte Charge genau kontrolliert. Franz Schalk holt sich dafür aus jeder Lieferung eine Probe heraus, um sie dann im hauseigenen Labor zu untersuchen. Verunreinigungen können den Geschmack und die Qualität verderben. Nur die Kontrolle schafft da Sicherheit und bewahrt die Firma vor kostspieligen Produktionsausfällen. Die Brüder haben einen hohen Anspruch an ihr Endprodukt und wollen Klasse statt Masse produzieren. Dafür braucht es ein einwandfreies Grundprodukt. Fehler können sie sich nicht erlauben. Insgesamt 1150 Kernölproduzenten gibt es in der Steiermark. Ein hart umkämpftes Geschäft. Meine Aufgabe im Betrieb ist die Qualitätssicherung, die Produktion von der Ölmühle und von der Getreidemühle und der Vertrieb der Produkte. Ist es die Charge, die wir analysieren müssen? Ne? Mhm. Okay. Aber sie sind echt schön. Weißt du, wir machen nur die Auszählung jetzt so schnell. Für die 50 Gramm. Das passt dann gut. Und dann sind wir fertig mit der Charge. Okay? Die Ölmühle, da haben wir probiert, Nischenprodukte zu produzieren, damit wir uns eben von den großen Industriebetrieben mit unserem handwerklichen Betrieb, mit der Manufaktur absetzen können. Also einfach die Produkte produzieren, was andere vielleicht nicht können. Hat ja schon echt schön aus. Wir schauen mal die Rohware, die Kürbiskerne an, ob die beschädigt sind bei der Ernte. Beschädigt worden sind bei der Ernte oder nicht, weil das eben ein Qualitätsmerkmal ist. Wenn die Kerne zum Beispiel nicht sofort gewaschen werden nach der Ernte, dann bildet sich so ein Schleim, der haften bleibt bei den Kürbiskernen und den man nachher halt nicht mehr wegbekommt. Und dafür haben die dann so eine weiße Haut. Natürlich kann das immer wetterbedingt sein. Zum Teil, aber wichtig ist, wenn die Kürbiskerne gleich nach der Ernte gewaschen werden, dann hat man das Problem nicht, dass sie Fruchtfleisch oder andere Sachen anhaften. Die Kerne können nach der Kontrolle dann zur Pressung. Ja, läuft ja. Alles sehr gut. Ja, Temperatur passt da. Die Temperatur passt, die Kerne erinnern gut. Ja. Haben wir wieder sehr gute Qualität erwischt. Ja. Das passt genau. Wie viel macht er noch? 8, 9? Ja. In etwa, ja. Machen wir halt, ja. Also wir sind jetzt in der Kürbiskernpresse, die 1950 erbaut wurde. Das heißt, es ist über 60 Jahre alt. Früher wurde das so gebaut, dass man eine Transmission gemacht hat, das ist diese lange Welle. Und entlang dieser langen Welle hat man die einzelnen Maschinen aufgefadelt, mehr oder weniger. Und alle diese Maschinen, also die Stempelpresse, die Pumpe dazu, das Rührwerk, die Steinmühle, all das wurde früher ohne Strom angetrieben. Also direkt von der Wasserkraft, von unserem Wasserkraftwerk aus, bis hier zurück. Das waren über 50 Meter. Heute hängt da ein Motor dran, der treibt die Welle an, aber die ursprüngliche Konstruktion, wie das alles erbaut wurde, das ist immer noch gleich. Bei Reparaturen müssen sich die Schalks aufs Wesentliche beschränken. Die Maschine ist alt und es existieren keine Pläne. Und zudem gibt es nicht mehr viele Menschen, die sie noch reparieren können. Hier kommen dann die Kerne rein, die bei uns im Lager vorher gelagert wurden. Also das ist schon top Qualität, kontrolliert alles. Geht hier rauf. Hier sind dann die zwei kleinen Steine drinnen und die Steine, wie so in einer Getreidemühle, die reiben dann den Kern ganz fein. Heutzutage wird das meistens mit Messern gebaut. Da ist halt der Nachteil, dass ich eine kleine Oberfläche zusammenbekomme. Und bei uns, da wird der Kern ganz, ganz klein gerieben. Dadurch bekomme ich so eine schöne, feine Masse, die wir hier schon sehen.
Und das ist der erste Schritt am guten Gelingen. Die Menge an Salz und Wasser, das muss immer abgestimmt werden auf die Kerne. Je nachdem, wie die Qualität ist, wie trocken die Kerne sind. Das ist dann meine Aufgabe, das muss ich im Gefühl haben. Es läuft halt alles wie in der Küche über Fingerspitzengefühl, über Erfahrung, über Kosten, Schmecken, Tasten. Das ist ganz wichtig. Das ist das Um und Auf. Man kann das von keiner Maschine machen lassen. Das geht nur über den Menschen. Jetzt wird die Transmission aktiviert. Gepresst wird nur jene Menge, die tatsächlich auch verkauft wird. In den Mühlen werden die Kerne gleichmäßig zerkleinert, mit Wasser und einer Prise Salz verknetet. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Art der Zugabe vom Wasser, also ob man alles auf einmal hineingibt oder nur schluckweise wie hier. Das hängt stark von den Kernen ab und wirkt sich ganz stark im Ergebnis dann aus. Das ist auch die Rührdauer von großer Bedeutung. Wenn man zu wenig rührt, dann nehmen die Kerne das Wasser nicht optimal auf. Rührt man zu lange, kommt bereits das Öl heraus. Das will man auch nicht, weil dann hat man starken Verlust. Und wie man hier jetzt sieht, das ist die ideale Konsistenz fürs Rösten. Es ist stark fettend, das Öl kommt schon gut raus. Das ist perfekt. Ideal vorbereitet. Bei der Röstung kommt es sehr stark auf die Erfahrung des Pressmeisters an. Jetzt ist das Wasser weitgehend verdunstet, sodass noch 5-8% Restfeuchtigkeit verbleibt. So trennt sich später bei der Röstung das in den Kernen enthaltene Eiweiß gut vom Öl. Und die Masse, die wird dann, und das ist so wirklich das Geheimnis, hinten in der holzbefeuerten Röstpfanne geröstet. Der schonenden Erwärmung im Röstbehälter sind das herrliche Aroma und der typische Geschmack zu verdanken. Ganz entscheidend ist auch das Einheizen, weil durch das richtige Heizen werden sowohl die Zeit als auch die Rösttemperatur gesteuert und das ist von immenser Bedeutung. Wenn man zu kurz röstet, passt die Ausbeute nicht und auch der Geschmack nicht, weil es ja geröstet sein soll. Röstet man zu lang, können die Aromen zu stark werden oder es kann sogar verbrennen. Das haben wir zum Glück noch nie gehabt, den Fall. Dafür sind wir zu gut. Erst durch diese Röstung ist die gewünschte Ölqualität möglich. Die Kürbiskernmasse, die der Christian da jetzt reinschaufelt, die braucht dann bei uns bis zu 80 Minuten. Das ist ungefähr so doppelt so lange wie normal heutzutage, bis sie wieder die Temperatur erreicht, damit wir sie rausgeben können und bereit ist zum Pressen. Und das ist halt im Grunde unser Geheimnis, dass wir einen holzbefeuerten Röstofen haben, der halt nicht so schnell heizt, dafür schön langsam, schön gemütlich, sagen wir. Und dadurch bekomme ich halt mehr Geschmack hinein in das Kürbiskernöl. Mit dem, ja, das ist so unser kleiner Schatz hier, den wir da von 1950 bis jetzt halt mitgebracht haben. Ja. Zum Abschluss wird die Röstmasse auf Geschmack, Konsistenz und Körnung kontrolliert. Die fertige Kürbiskernmasse, die ist auf ca. 125 Grad erhitzt. Da ist schon das Röstaroma voll drinnen. Und damit ich halt jetzt das Öl noch rausbringe, brauche ich eine Presse. Und bei uns verwendet man für das steirische Kürbiskernöl keine Schneckenpresse, die sich so dreht, sondern bei uns gibt es halt noch die originalen Stempelpressen. Die Stempelpresse erzeugt im Zylinder, dem sogenannten Seiher, Druck durch das Zusammendrücken des Inhalts. Circa 2 Kilo schweren Scheiben müssen in einer bestimmten Reihenfolge in den Seiher gleiten, um eine optimale Pressung zu gewährleisten. Das feste Material, auch Presskuchen genannt, wird aufgrund seines hohen Proteingehalts als Futtermittel verwendet. Durch die vielen kleinen Löcher im Seiher werden die ölhaltigen Teile hinausgedrückt. Das kommt dann auch der Farbe und dem Geschmack des Öls zugute. Die Kürbispresse funktioniert einwandfrei. Bis jetzt.
Vergleich zu anderen Pressverfahren ist die Stempelpressung zwar aufwendiger, aber auch schonender. Das heißt, jetzt gehen wir in umgekehrter Reihenfolge vor, wie beim Füllen der Seier. Damit wir beim nächsten Befüllen die Platten wieder in der richtigen Reihenfolge verwenden können. Das hier ist dann der leckere Presskuchen, den kann man natürlich auch essen. Das ist 60% Protein, ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen noch Kürbiskernöl, das sieht man, da ist nicht mehr wirklich drin, ca. 10%. Und aus dem kann man einerseits ein Futtermittel machen für Schweine und so weiter, oder andererseits auch ein leckeres Proteinpulver, das ist vegan, das ist wirklich gut im Trend, oder auch zum Beispiel, das haben wir für die Fleischesser, die haben dann einen Schweineschmalz mit Kernöl und Kernkuchen. Da schmiert man sich aufs Brot, das schmeckt auch ganz lecker. Das ist wirklich gut. Bei mir sieht man es leider nicht so, aber man kann von dem auch Muskeln kriegen. Ja? Und Christian sieht man schon besser. Etwas. Wird verschlossen, damit keine Fremdstoffe dazukommen können. Alles im Soll. Ja, bis später, gell? Was? Bis später. Tschüss. Neben dem Tagesgeschäft kümmern sich Rainer und Franz Schalk auch um die Instandhaltung der Wasseranlage, die den Strom für die ganze Produktion generiert. Also wir haben jetzt da unseren Rechen gereinigt. Der Papa macht es eigentlich fast täglich, aber im Grunde müsste man das eigentlich nur mehr, was nicht, einmal in der Woche machen, vielleicht im Sommer und im Herbst, wenn wirklich mehr Laub ist, dann auch öfters. Also der Papa ist ein Hobby und deswegen schaut er immer mal vorbei und schaut, ob alles noch läuft. Im Grunde sind halt wir eigentlich schon die Geschäftsführer jetzt da. Der Papa und die Mama machen halt trotzdem noch die Getreidemühle. Sie helfen uns, ja, wo es geht. Ja, genau. Wir hatten vorher zwei Wasserkraftwerke. Eins war 90 Jahre alt, das wurde abgestellt. Und ein zweites, das war über 100 Jahre alt. Und es wurde abgetragen und wird restauriert für unser Wasserkraftwerksmuseum. Natürlich gehört das Ganze wirtschaftlich auch dazu, aber im Grunde macht man das halt auch mehr oder weniger irgendwann aus Interesse. Halt. Und wenn halt irgendwie Not am Mann war, waren wir halt irgendwie so parat. Aber durch das, dass wir eigentlich nicht wirklich vor Ort gelebt haben, haben wir dann ausgeholfen. Ja. Im Grunde war das dann die Initialzündung dafür, dass wir gesagt haben, ja, wir steigen zu Hause ein. Und das war jetzt nicht vom ersten Moment dann so, aber es hat sich halt dann in den zwei Jahren, wo wir halt das Wasserkraftwerk dann geplant und gebaut haben, haben wir auch die anderen Sachen halt mehr oder weniger ins Auge gefasst und sind dann immer einen Schritt weitergegangen. Die Planung und der Bau des hauseigenen Wasserkraftwerks hat die Brüder schlussendlich wieder ins Unternehmen gebracht. Studiert hatten beide davor in Wien. Ein Weg in die Landwirtschaft schien eher unwahrscheinlich. Doch über die fast dreijährige Planung und dann einjährige Bauphase des Wasserkraftwerks haben sich die Brüder entschlossen, das Ruder zu übernehmen. Notwendig wurde der Bau durch einen EU-Bescheid mit der Auflage, das Gewässer fischpassierbar zu machen. Produktiv brachte der Umbau nicht viel. Ökologisch allerdings macht er durchaus Sinn. Es wäre auch möglich gewesen, nur den Fischaufstieg zu bauen. Rainer und Franz entschlossen sich für den Neubau, um selber wirklich grünen Strom zu erzeugen. Pro Jahr produzieren sie 1,3 Millionen Kilowattstunden. Davon nutzen sie 50% selbst und 50% können sie ins hiesige Stromnetz einspeisen. Pro Jahr produzieren sie 1,3 Millionen Kilowatt. Davon nutzen sie 50% selbst und 50% können sie ins hiesige Stromnetz einspeisen. Ja, wir waren ein Familienbetrieb. Es waren die Großeltern, die Tante, noch andere Personen, die als Kinder schon ins Haus gekommen sind.
und die einen guten Bezug zu uns hatten und nach wie vor haben. Und da waren wie immer sehr viele Leute. Und das hat sich eigentlich so eingespielt, dass die Schwiegermutter, die Tante im Haus waren, gekocht haben, auf die Kinder geschaut haben und ich im Büro mitgeholfen habe. Bereits in der 6. Generation betreibt die Familie nun schon die Ölmühle, also seit gut 200 Jahren. Neben der Familie gab es immer viele treue Mitarbeiter, die für die Schalkmühle gelebt und gearbeitet haben. Sie waren dadurch mehr als nur reine Arbeitskräfte. Die Personen, die sind hierher gekommen und die haben hier gelebt und sind hier gestorben. Und haben hier gegessen und haben hier gearbeitet. Die waren praktisch ein Familienmitglied, oder wie man sagen soll. Paula ist so eine Mitarbeiterin, die fast ihr ganzes Leben mit der Familie Schalk verbracht hat. Als kleines Kind schon kam sie mit ihrer Mutter zur Schalkmühle und blieb. Bis heute mit 77 Jahren. Ja, 70 Jahre ist lange Zeit, ne? So lange noch ich kann, ich weiß nicht wie lange. 10, 20 Jahre kannst du. Ja, 77. Ja. Die Paula, die hat im Grunde ihr ganzes Leben fast bei uns verbracht. Und die hat meinen Vater großgezogen, die hat mich großgezogen, meinen Bruder, meine Schwester, meine Tante. Und ja, und ihre Mutter hat uns auch noch großgezogen im Grunde. Und die haben halt hier sehr viel Zeit verbracht. Denen sind wir auch sehr dankbar und mit denen sind wir auch, also denen sind wir ganz stark verbunden. Und das ist halt oft eine zweiseitige Beziehung halt. Die Familie lebt und arbeitet zusammen. Von klein auf konnten die Brüder ihren Eltern dabei zusehen, wie viel Zeit es kostet, ein eigenes Unternehmen zu leiten. Eine 7-Tage-Woche war da keine Seltenheit. Verstanden haben sie das als Kinder nicht immer. Heute sieht das ganz anders aus. Bis tief in die Nacht sitzt Rainer heute manchmal im Büro. Heute macht die Paula uns noch immer das gute Mittagessen, was sie seit über 70 Jahren gemacht hat. Und so hat mein Vater die Möglichkeit, dass er halt immer noch das gleiche Essen bekommt wie vor 60 Jahren. Ein bisschen hat er sich schon geändert, aber und das ist auch was Schönes halt. Und das wissen wir halt auch jetzt im Alter, also im Alter unter Anführungszeichen mit 30, auch mehr zu schätzen als mit 17, 18. Im schlimmsten Fall bis Mitternacht oder ein bisschen länger und im besten Fall dann irgendwann um 8 Uhr aus. Und ein, zwei Tage die Woche machen wir was anderes, also es wird nicht immer nur gearbeitet. Wir hätten es wissen müssen, sagen wir so. Wir haben immer unsere Eltern gesehen, die 7 Tage die Woche hier im Büro gearbeitet haben oder bei den Kunden waren oder bei den Lieferanten, bei den Bauern. Ja. Ich glaube schon, dass mein Bruder und ich uns das halt ganz anders vorgestellt haben, ein bisschen, sagen wir ein bisschen. Oder ja, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber dass es eine 7-Tage-Woche ist mit ja, jeden Tag 12, 13, 14 Stunden, das haben wir uns eigentlich nicht gedacht. Ja. Aber das klingt für viele, glaube ich, immer so negativ, man kann das auch positiv sehen, weil ich kann halt echt das machen, was ich machen will und mehr oder weniger Projekte machen, die mir gefallen und wenn mir was nicht gefällt dann, und ich es nicht machen muss, dann muss ich es auch nicht machen. Aber das ist halt der große Vorteil, wenn man selbstständig ist. Man kann halt das machen, was man machen will. Und ich bin froh, dass die Kinder so, hätte mir nie, ich habe mir immer gedacht, wenn sie studieren, dann sind sie weg und dann kann ich den Betrieb zusperren. Aber es ist anders gekommen. Rainer ist heute unterwegs zu einem renommierten Koch in der Steiermark. Die Verbundenheit mit der Region und die Liebe zum Produkt, das weiß auch die Gastronomie zu schätzen. Das ist halt auch das Besondere, mit dem wir werben, national und international, vor allem auch in Deutschland, dass wir halt noch ein Kürbiskernöl produzieren können, wie es halt 1950 produziert worden ist, schön langsam. So in die Richtung Slow Food, also richtig Slow Food, wo man sich Zeit nimmt, wo nicht industriell mehr oder weniger gearbeitet wird, sondern wirklich halt noch hohe Qualität produziert wird. Und das wissen die Leute halt auch zu schätzen. Hallo. Grüß euch.
Hallo. Christian. Servus. Hallo, servus. Wie geht's euch? Siehst du, einbauen. Immer was zum Tun, ja. Immer was zum Tun. Sehr schön. Aber du bringst... Genau, Kürbiskernel, ein gutes, und der Kürbiskernpesto. Aber zum Kochen. Gehen wir gleich in die Küche, oder? Super, ja, danke. Wunderbar. Gut. Kommst du gleich mit? Ja, ich komm gleich mit. Als Salatöl ist Kernöl ein Klassiker in der Steiermark und weit darüber hinaus. Kürbiskernöl wird aber auch zum Veredeln von unterschiedlichsten Speisen verwendet, wobei es sowohl bei Vorspeisen als auch bei Hauptspeisen und sogar bei Desserts zum Einsatz kommt. Ohne Schweineschmalz geht nichts, gell? Aber es ist bei einer Kernöl-Eierspeise, die man ja entweder mal in der Früh isst, gell? Aber am liebsten, wenn man mal einen drauf gemacht hat, ja, so richtig einen drauf gemacht hat, zum Reparieren, gell? Das stimmt, ja. Ordentliche Eierspeise hat. Steirische Tradition. Genau. Gut, perfekt. So. Fett ist heiß genug, genauso wie es gehört, gell? Und das Wichtigste ist so, dann immer nach innen rühren, damit wir schön so Fahnen drinnen haben, gell? Und kein Rührei wird, gell? Weil Eierspeis ist ein Eierspeis, gell? Rainer, Pfeffer? Ich glaube, ich kann es ruhig. Ja, ich sag's so, unter 10 Umdrehungen ist gar nichts, gell? Schön fein mal einen frischen Pfeffer. Ja. Und auch nicht ganz durch, oder? Nein, das war's. Cremig, gell? So, und das war's. Ich mache immer diesen hier, Finger drauf, dann weiß ich, wie viel aufgeht. Und ich gebe das immer so schön drüber. Nicht zu heiß werden lassen, unser gutes Öl verliert ja sonst seine Nährstoffe und alles, was es so zu bieten hat. Und das war's schon. Und ich hätte gesagt, mit zwei Jausen und jetzt einfach einmal. Ja. Gell? Schau, dann gehen wir einfach so her. Jetzt ist der schon zu fest, gell? Aber ist wurscht. Schau. Wir nehmen den einfach. Mhm. So, gell? Ja. Ich nehme es jetzt zu mir, gell? Und so drauf, gell? Das ist der Rehbockrücken und das Filet. Und dann klappe ich das drüber. So dünn sollte es sein. In Bezug auf die steirische Küche muss ich sagen, ist Kernöl ungefähr so wie die Luft zum Leben. Das heißt, für mich ist steirisches Kernöl ein Elixier, das ich bei sehr vielen Dingen brauche, aber auch nicht überall. Ja? Für mich verändert es nicht nur Speisen, sondern unterstützt auch Speisen. Und ich könnte mir beispielsweise einen Salat, ja, einen schönen grünen Salat, ohne am Kernöl überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und aus dem Gesichtspunkt muss ich auch sagen, nur in Schwarzbrot getunkt oder über Eierspeise ist es leicht verdaulich. Ich brauche nicht irgendein Transfett oder irgendwoher was kaufen, weil ich habe das vor Ort. Und ja, der Geruch allein, das Grüne, das Grasige, das gehört für uns dazu. Nicht, dass es überdünkt, es schmiegt sich schön direkt am Fleisch und macht das Ganze bekömmlicher. Nussiger, nicht so roh, sondern eigentlich schon fast wie ein fertiges Gericht, das gekocht wurde, gell? Obwohl es nur roh mariniert ist. Ja. Ist gut. Nicht so schlecht, gell? Einfach kochen mit guten Produkten ist nicht schwierig. Man muss es nur mit Liebe machen. Neben der eigenen Kürbiskernproduktion liefern auch Landwirte aus der Umgebung Kerne an die Schalkmühle, um sie dort zu pressen. Grundvoraussetzung für gutes Öl, natürlich auch hier die Qualität der Kerne. Deshalb sind gute Kommunikation mit den Zulieferern und engmaschige Kontrollen ganz besonders wichtig. Nur einwandfreie Kerne kommen hier zur Weiterverarbeitung. Wir kontrollieren jeden Kürbiskern, der bei uns reinkommt, auf Pestizide, auf Schadstoffe und so weiter, und wir liefern dann halt nur Top-Qualität aus. Aber, das ist das ganz Wichtige, wir setzen schon beim Landwirt an und sagen, so und so müssen wir das gemeinsam machen, gemeinsam in einer Partnerschaft, weil dann schaffen wir es, dass wir zum Schluss ein Top-Produkt rausbekommen. Und nur dieses Top-Produkt ist das, was die Leute eigentlich haben wollen heute. Scheiß Wochenende, Papa. Mit dem Traktor 80, gell? Ja.
was wir den Landwirten anbieten, dass die Landwirte von dem eigenen Saat, von der eigenen Saat, vom eigenen Kürbiskernen auch das Öl produzieren können und dann das wieder mitnehmen. Also so eine Lohnarbeit bieten wir auch an. Also dass die wirklich sagen, okay, von deren Produkt, von der Fläche wird das Öl produziert und das bekommen wir zurück. Für eine ausführlichere Laboruntersuchung kommen die Kerne in ein Labor in Lebring-St. Margarethen zu Dr. Franz Siegfried Wagner. Die Prüfung, die hier durchgeführt wird, ist eine Prüfung auf Pestizide. Pestizide sind Pflanzenschutzmittelrückstände, die vorkommen können. Und nachdem wir es hier auch mit einer biologischen Probe zu tun haben, also mit einer ökologisch angebauten Probe, ist es sehr wichtig, dass diese wirklich pestizidfrei sind. Und dafür müssen wir im ersten Schritt die Kürbiskerne zerkleinern. Und dazu wird der Kürbiskern gemahlen. Und eine Aliquote-Menge dieser gemahlenen Kürbiskerne, die werden dann extrahiert mit verschiedenen Lösemitteln. Über 500 Pestizide werden geprüft. Und das ist dann der Spiegel der Umwelt. Und wir geben das dann entweder frei, dass das auch in Ordnung ist für die biologische Produktion, beziehungsweise überhaupt, ob das in Europa in Verkehr gebracht werden darf. Die Freigabe durch das Labor ist sehr wichtig. Nur so kann ein Produzent sein hohes Produktversprechen halten. Wir prüfen das steirische Kürbiskernöl auch aufgrund dieser Farbe des Produkts. Und die Besonderheit dabei ist, so ein Kürbiskern besteht zu ca. 50% aus Öl, also aus Fett. Und was die wenigsten wissen, was sehr interessant ist, es sind bis zu 25% Protein, pflanzliches Eiweiß. Wenn Sie das vergleichen mit einem Steak zum Beispiel, wo man sagt, da ist viel Eiweiß, da verschätzen sich die meisten Menschen. Ein Steak hat ca. 20-22% Eiweiß. Das heißt, ein Kürbiskern ist eigentlich ein Kraftpaket. Und das ist auch logisch so, weil diese Kürbiskerne ja auch eine mächtige Pflanze hervorbringen. Sie müssen sich vorstellen, ein kleiner Kern kann eine Pflanze von mehreren Quadratmetern hervorbringen. Und da braucht es am Anfang sehr viel Kraft. Und diese Kraft ist hier konzentriert in diesen Kernen drinnen. Was die Pflanze natürlich auch macht, sie zeigt den Spiegel der Umwelt. Das heißt, die zieht natürlich auch Substanzen aus der Umwelt, die wir in unserer Zivilisation hervorbringen und zeigt uns, wie es in der Natur ausschaut. Und wenn wir mit unseren sehr genauen und sehr akkuraten Messgeräten messen, werden wir immer auch Spuren von Stoffen finden, die wir als Zivilisation hier hervorbringen, weil wir nicht abgeschieden leben irgendwo, wo kein Autoverkehr gibt, wo es keine Industrie gibt. Und die Kürbispflanze ist sehr gut geeignet als Umweltindikator auch, weil sie aus dem Boden das rauszieht. Wir durchleuchten das Öl, das ist nicht Röntgen, aber wir schauen einfach auf die Farbe und man sieht sofort an der Farbe, okay, das erste Öl, entweder ist da was passiert in der Ölmühle, das ist zu lange erhitzt, zu lange gerührt, zu lange manipuliert, entspricht nicht der Qualität. Wenn Sie das hier anschauen, sehen Sie dann sofort diesen schönen Grünton. Und das Zweite, was wir dann da auch sofort merken, ist, wenn Sie daran riechen, das heißt, diese Röstnoten, die da vorhanden sind, die sind ganz spezielle, die entstehen in der Verarbeitung. Die sind noch nicht hier im Kern drinnen. Die entstehen durch das langsame Erhitzen, ähnlich wie Sie sich das vorstellen können, wenn Sie ein Brot backen, da sind auch Eiweiße, Kleber im Spiel. Und wenn jemand frisch Brot backt in der Küche, man geht in die Küche, der Duft ist überall von diesen speziellen Aromen und ähnlich ist es hier beim steirischen Kürbiskernöl. Aber wie beim Brot kann es ja auch passieren, hoffentlich nicht oft, dass das Brot zu lange im Rohr ist, dass die Temperatur zu hoch ist, dann gibt es Verbrennungen und dann wird es bitter, riecht es sehr streng, verbrannt und das riechen Sie hier sofort beim steirischen Kürbiskernöl mit dieser Prüfung. Das heißt, diese Prüfung umfasst die visuelle Kontrolle, die Farbe und vor allem den Geruch. Das Institut ist spezialisiert auf die Analyse von Schadstoffen in Lebensmittel- und Futtermittelproben. Ein gutes Kürbiskernöl ist ein wahres Superfood. Es enthält viele gesunde und für den menschlichen Körper wichtige Vitamine, Spurenelemente und Mineralien. Dazu zählen neben Magnesium, Calcium, Kalium, Phosphor, Kupfer, Selen, Zink, Mangan auch die Vitamine A, B, C, D und E.
Diese Inhaltsstoffe des Kürbiskernöls sind wichtig für Knochen, Haut, Zähne, Blut, Herz und Gefäße und die verschiedenen Stoffwechsel, die unser Wohlbefinden garantieren. Bei dieser Station wird das Extrakt, das wir gewonnen haben nach der Chromatographie, wird verdampft. Und in diesen runden Kolben, die hier rotieren, bleiben die Substanzen, die wir untersuchen möchten, drinnen, in konzentrierter Form. Und das Lösemittel, das verwendet wurde, um dieses Extrakt zu reinigen, über das Kieselgel, wird hier abdestilliert. Das heißt, das, was hier drinnen bleibt, wird dann später noch einmal mit einer kleinen Menge Lösemittel, das ist ein anderes Lösemittel, vermengt, vermischt und in den Messgeräten analysiert. Besonders gesund ist die Kombination aus verschiedenen fettlöslichen Vitaminen und den ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Damit wird Kürbiskernöl zu einem der gesündesten Pflanzenöle für den Menschen. Wir sehen, auf der ECD haben wir einen Befund von HCB und etwas Heptachlorhexoepoxid. Gut, das sind Substanzen, die in der Natur ubiquitär vorkommen. Wie sind circa die Konzentrationen dieser Substanzen? Die Konzentrationen belaufen sich auf kleiner 0,01. Okay. Das heißt, es ist keine Bedenken, Höchstwertüberschreitungen. Gut, das sind nur Spuren, die halt in der Natur vorhanden sind. Richtig. Okay, herzlichen Dank. Bitte. Zurück bei der Schalkmühle zeigt uns Rainer Schalk seine neueste Produktidee. Denn neben dem Bewahren der Tradition ist es natürlich genauso wichtig, mit der Zeit zu gehen. Neben den Kürbiskernen, die wir halt schon immer verpressen, mehr oder weniger, versuchen wir halt auch andere Sachen aufzugreifen, die uns selber interessieren vor allem auch und die auch Sinn machen. Also vom biologischen Anbau her und auch wo von der Kundenseite Bedarf besteht. Und die Hanfpflanze ist im Grunde so das Nonplusultra unter den interessanten Sachen. Wir verwenden halt hauptsächlich die Nüsse. Man könnte theoretisch auch die ganzen Blätter, die man jetzt schon fast nicht mehr sieht hier, verwenden und daraus Blatttee machen, also den Hanfblatttee. Und ja, und das ist halt immer so, was uns auch irgendwie antreibt, dass man sagt, okay, was kann man neben dem Kürbiskernöl auch noch machen, was halt interessant ist und die Leute auch begeistert, wenn wir das dann irgendwo denen vorstellen. Das ist halt das Klasse unter Biolandwirten, jetzt sage ich mal so, man tauscht sich sehr gut aus eigentlich und man versucht halt insgesamt immer weiterzukommen. Dass man sagt, man kann halt die Sachen, die es halt nicht mehr so gibt bei uns eigentlich am Acker, dass man die wieder zurückbringt und dass wir die wieder auch vermehrt anbauen können, weil die Leute auch danach fragen. Also wenn ich jetzt sagen kann, ich habe einen Kümmel aus der Steiermark, dann ist das halt was Besonderes und den Leuten gefällt das auch und dann habe ich auch fix meine Abnehmer. Und andererseits habe ich wieder eine viel größere Vielfalt am Acker. Es ist halt auch ein Unterschied, wenn man wirklich halt mit diesen Sachen zu tun hat. Also es ist ein Unterschied, ob ich nichts damit zu tun habe und das Zeug nur im Supermarkt kaufe oder ob ich wirklich damit aufwachse und sage, okay, ich spritze jetzt wirklich Sachen raus, die was halt wirklich vielleicht auch krebserregend sind. Und das heißt auch gar nicht, dass die Menschen, die was das tun, schlechte Menschen sind, weil die Landwirte, die konventionellen Landwirte, das kann nicht jeder Biobauer sein bei uns, gewisse Zwänge haben, wirtschaftliche. Aber man muss halt auch darüber nachdenken, was das auf lange Sicht halt auch bedeutet. Halt, ja. Der Erfolg gibt den Brüdern recht. Die Schalkmühle geht mit der Zeit. Neben dem Hanfanbau und dessen Vermarktung erweitern die Brüder die Produktpalette stetig. Und nur so kann sie ihr Überleben sichern. Österreich und Deutschland ist sicher Vorreiter, was den Biomarkt betrifft. Dass sie sagen, okay, nicht nur hochwertige Lebensmittel sind wichtig, sondern auch biologische Lebensmittel, damit man eben eine Nachhaltigkeit hat einfach für die zukünftigen Generationen. Weil es ist einfach also eine konventionelle Landwirtschaft ist vielleicht ein Missstand, den man den zukünftigen Generationen hinterlässt. Beide Brüder stehen voll und ganz hinter der Idee, dass es nicht nur um Profit, sondern auch um Nachhaltigkeit gehen muss. Die Umstellung auf biologische Landwirtschaft war ein großes finanzielles Risiko. Der Arbeitsaufwand ist größer, die Kontrollen und Gütesiegel sind teuer. Trotzdem halten Rainer und Franz Schalk an ihrem Konzept fest.
Sie glauben daran, dass es einen Markt gibt, der diesen Mehraufwand zu schätzen weiß. Bio ist insgesamt in der österreichischen Landwirtschaft auf dem Vormarsch. Bereits jeder fünfte Betrieb und jeder fünfte Hektar Land werden biologisch bewirtschaftet. Leider ist es derzeit wegen der hohen Nachfrage nicht möglich, dass alle Betriebe zu dieser natürlichen Art der Herstellung zurückkehren. Und so sind industrielle Betriebe wichtig, um den Markt zu befriedigen. Auf lange Sicht bleibt aber natürlich zu hoffen, dass sich immer mehr Bauern entscheiden, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Denn die Nachfrage nach dem grünen Gold wird auch in Zukunft wachsen.